Leute, seid schief. Guten Tag, ich bin's David. Es geht um das Project of the Month für Dezember. Und wir haben ja jetzt das Powerlifting-Meet gehabt und vorher die CrossFit Open. Und jetzt geht's ein neues Thema, das wir jetzt im Programming so ein bisschen angehen wollen. Und zwar unilaterales Training. Ganz fancy schmancy Word. Aber im Prinzip geht es darum, einseitig zu trainieren. Im Sinne von einbeinig, einarmig, irgendeiner Form irgendwie einseitig auf dem Körper sozusagen. Warum machen wir dieses Training? Warum ist es so wichtig? Das allererste ist, Disbalancen, Fehlstelle irgendwie ausgleichen. Keiner von uns ist perfekt. Wir sind alle irgendwie krumm. Und daher ist es wichtig, dass man da diese Disbalancen wegkriegen kann. Egal, ob ihr mal Tennis gespielt habt oder ob ihr Fußballer wart oder einfach so im Büro sitzt, ist es wichtig, diese ganzen Disbalancen auszugleichen. Das nächste, Koordination Awareness. Wer schon mal versucht hat, einen Pistol Squat zu machen, einen Turkish Get-Up, einen Single-Leg-Deadlift, der weiß, das ist gar nicht so leicht und ganz viel Koordination wird gebraucht. Auch Awareness und Bewusstsein für den Raum, wo man sich gerade befindet und auch nicht einfach umzukippen und auf einem Bein stehen zu können sozusagen. Das nächste ist natürlich Prävention von Verletzungen, ganz, ganz wichtig. Wenn wir Disbalancen haben und die nicht versuchen auszumerzen, kann man sich ganz, ganz schnell verletzen. Beim Squat, ob man einen Hip-Shift hat oder verschiedene ähnliche Sachen, es kann sehr gefährlich werden, besonders so im Schulterbereich oder im Rückenbereich. Also wichtig, dadurch verschiedene Übungen, die wir dann mehr implementieren werden, so ein bisschen praktisch auszugleichen. Das nächste, was wir haben, und es ist ein ganz cooles Thema, weil fürs Dezember passt es ganz gut, und zwar Übertragbarkeit zu anderen Dingen im Leben, besonders so Sportarten wie Ballsport, sei es Basketball, Volleyball, Curling, egal was es ist, und besonders auch Wintersport. Ich bin sicher, einige von euch fahren jetzt im Winter in Urlaub und wollen Skifahren, Snowboarden und gern Knödel essen. Und damit ihr euch nicht verletzt, ist es ganz, ganz wichtig, dass wir eben die kleinen Muskeln antrainieren, dass wir uns beim Skifahren oder Snowboarden nicht verletzen. Hüftgelenk, Kniegelenk, Fußgelenk, Schulter, alles muss ready sein. Und einseitige, unilaterale Sachen sind sehr, sehr, sehr wichtig und sehr, sehr effektiv dafür. Mehr gibt es dazu nicht viel zu sagen. Wenn ihr Fragen habt, kommt auf uns Coaches zu. Das heißt, jetzt im Dezember werdet ihr mindestens pro Woche 3 bis 4 Sessions sehen, wo wir in irgendeiner Form einseitige, unilaterale Sachen machen. Sei es Carries, Drücken, Ziehen, auf dem Bein einseitig, also ganz, ganz coole Sachen. Barbells, Dumbbells, Kettlebells, Ringe, alles werden wir nutzen. Bei Fragen einfach auf uns zukommen. Haut rein, bleibt stark, seid gesund.